Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Ja, wir sind in unserer alten Stadt, ja, in der letzten Folge angekommen. Hier machen wir jetzt weiter. Leere Milchflasche. Ja, in den ganzen Häusern sind diverse Sachen, die wir noch finden können. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zu unserem alten Haus, was ja unsere Quest ist. Und da haben wir unseren Cotsworth. Ja. Cotsworth? Du bist noch da? Also, könnten andere auch noch am Leben sein? Natürlich bin ich noch da. Ein bisschen Strahlung kann dem Prunkstück von General Atomics International doch nichts anhaben. Aber sie wirken mitgenommen. Ihre Frau sollte sie in diesem Zustand lieber nicht sehen. Wo ist sie überhaupt? Tja. Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Ja. Manchmal halten Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden, sie dir doch zu überlassen. Das ist, die Charaktereigenschaft, die wir eingestellt hatten, mit Charisma. Und dann kriegt man manchmal mehr Informationen. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Ich, Sir. Hat geklappt. Das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden. Schön. Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben und das Auto, wie soll man Rost polieren? Oh weia. Warte. Konzentration, Cotsworth. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etikette-Protokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Ja, der hat auch ein bisschen Rost in der Birne bekommen. War das hier unser Haus? Aber guckt mal, hier haben wir die Werkstatt.
Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Wechsel, bla 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 bla. Okay. Damit können wir Strukturen bauen, Möbel bauen und so weiter und so fort. Denn wir müssen ja sozusagen eine neue Stadt aufbauen. Und hier sehen wir, wir haben 0 Leute in unserer Stadt, 0 Essen, 0 Wasser, 0 Energie, 0 Schutz, 0 Betten und eine 50er Moral. Ja, da müssen wir dran arbeiten. Stück für Stück. Hier haben wir eine Waffenwerkbank. Da können wir unsere Waffen verändern. Und zwar hier modifizieren. Da kann man einen längeren Lauf machen, einen kürzeren Lauf, andere Magazine, andere Griffe und so weiter und so fort. Und das ist ganz cool, das Waffensystem hier bei Fallout. Da kann man seine Kreativität, sage ich mal, so richtig laufen lassen. Und ja, explizite, super tolle, einmalige Waffen bauen. Das ist ganz interessant, finde ich. Verlassen, ja. Hier können wir später dann eine Rüstung einbauen. Was haben wir hier noch? Rüstungswerkbank. Ah, genau. Genau. Oh, ich muss da echt wieder reinkommen in das Spiel. Station verlassen. Ja, gut. Wir werden jetzt erstmal mit Cotsworth unsere ehemalige Stadt sozusagen hier absuchen, ob wir hier ganz schöne Sachen finden. Ja, so sieht das alles aus. Benutzter Ölkanister. Wir werden jetzt erstmal hier alles absuchen, was wir Schönes hier in der Stadt finden. Und dann werden wir mal schauen. Hier sind noch Haarklammern. Was als nächstes zu tun ist, was wir als nächstes machen müssen. Denn ein rotes Kleid, ja, das wollte ich schon immer anhaben. Können wir das anziehen? Müsste eigentlich, oder? Inventar, Kleidung. Rotes Kleid. Genau, jetzt haben wir das an. Wenn wir jetzt hier wieder rausgehen und weggehen. Ah, ist das nicht herrlich? Ist das nicht hübsch? Mann, ist der Player hübsch. Nee, das natürlich nicht. Wir nehmen natürlich erstmal unseren Vault-Anzug. Auch nicht der hübscheste, aber so werden wir erstmal rumlaufen. Guck mal, da ist er. Wir wollten ja mit ihm zusammen sozusagen suchen. Ist das unser altes Haus gewesen? Kann das sein? Sir, hier ist die Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimat. Sieh dich in Concord um, okay? Können wir gleich tun. Oh! Blähfliegendrüse. Eine Blähfliege. Ja, schöne Kreaturen. Ein Plastikkürbis. Ja. Wird auf jeden Fall spannend, alles wieder hier zu entdecken. Ja, schön ist anders, würde ich sagen, wa? Fernseher aktivieren. Ja, da wird wohl nichts passieren. Aber das war auch nicht unser Haus. Ich weiß nicht mal, was unser Haus war. War das das da? Oh. Medizin, Flüssig. Okay. Cool. Ich glaube, wir konnten. Ah, genau. Hier war das. Dieser kleine Kreisel. Genau. Eieiei. So langsam. Stück für Stück dämmert's wieder in meinem Köpfchen. Aber wie gesagt, ist über ein Jahr her, da ich das Spiel gespielt habe. Ich kann mich nicht wirklich mehr daran erinnern, wie das hier alles war. Zigaretten. Fernseher. Oh. Oh, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Kronkorken. 21 Kronkorken. Cool. Cool, cool. Das erfreut mich. Was stand da gerade? Voltec, was?
Hier ist nichts mehr drin. Oh, ein Anzug. Ein sauberer, gestreifter Anzug. Aha, aha. Guckt mal. Ist das nicht schön? Aber der hat auf jeden Fall mehr Resistenzen. Deswegen behalten wir den erstmal. Da ist nichts mehr. Oh, Patronen sind immer gut. 106 Patronen haben wir schon mal wieder am Mann. Das ist in Ordnung. Gut, dann sind wir mit dem Haus auch durch. Das war das. War das unser Haus hier? Was ist das denn? Eine Katze oder was? Ein Katzenbild. Kaugummi, Toaster. Oh, hier ist... Oh, Nuka-Cola, sehr gut. Fleisch und Bohnen. Nee, das war auch nicht unser Haus. Stimpack. Oh, da ist ein Safe. Ah. Bewege die Maus, um die Haarklammer zu positionieren. Mit A drehst du den Schraubenzieher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Stößt du auf Widerstand, lass A los und positioniere die Haarklammer neu. Ah, so war das gewesen. Ha. Ja. Ja. Safe. Jetzt können wir das hier alles mitnehmen. Und 260 Einheiten Gewicht, so nenne ich es mal, können wir im Moment mitnehmen. Wir haben deswegen so viel, weil wir am Anfang viel Stärke bei den Charisma-Eigenschaften eingegeben haben. Nicht Charisma-Eigenschaften, Charaktereigenschaften. Das fand ich halt sehr wichtig. Jetzt haben wir noch einen braunen Anzug. Auch nette Sachen hier. Kürbis, Klebeband, Teppich. So, das war's, ne? In dem Haus. Mehr sehe ich jetzt erstmal nicht. Hm, ja. Oh. Ein Hundenapf. Ein Hundenapf. So. Weiter geht's. Achso, hier waren wir ja schon. Wir sind ja hier lang gelaufen. Genau. Das Haus ist eingestürzt. Dann gehen wir doch mal zu diesem Haus hier. Der Briefkasten ist leer. Das war unser Haus. Die Tür hatten wir gehabt. Daran kann ich mich... Ah, genau. Das ist unser Haus. Genau. Oder das war unser Haus. Das war unser schönes Auto. Genau. Was haben wir denn hier noch drin? Eine leere Milchflasche. Pfeffermühlen. Eine Babyflasche. Hier ist nichts mehr drin. Genau, und hier war unser Grognack, der Barbar. Verdammt nochmal, ja. Du hast eine Ausgabe von Grognack, der Barbar gefunden. Kritische Treffer werden bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursacht. Dauerhaft plus 5% mehr Schaden. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So kann es weitergehen. Also, wie gesagt, man muss definitiv die ganzen Häuser und Wohnungen durchsuchen. Mr. Handy Treibstoff. Dass man halt wirklich auch Zeitungen findet und so weiter und so fort. Mehr Punkte bekommt. Oder Kronkorken in der Waschmaschine und in dem Trockner findet. Stimpack. Ja, genau. Hier war das Bettchen. Ich komme, Kumpel. Ich komme, Kumpel. Ja, das hoffen wir. Da war unser Spiel. Hier haben wir noch ein Autoschen. Ja. Das sollte es hier gewesen sein. Oh doch. Hier ist noch ein Globus. Eine Kaffeedose und ein Teekessel. Ja,
Das war mal unser Haus gewesen. Da waren wir. Eine Militäruniform, okay. Auch nicht schlecht. Blechdose. Ich glaube, das Badezimmer ist nicht mehr zu gebrauchen. Nichts, sondern hier haben wir noch einen Schraubenzieher. Ein Jeanskleid. Das brauchen wir unbedingt. Okay, weiter geht's. Da war, wie gesagt, die kleine Brücke, um zum Wall zu kommen. Oh! Viecher! Die treiben sich also auch hier in den Häusern rum. So. Noch eine Ölkanne. Wie voll sind wir denn mittlerweile? 125 Teilchen. Aufbereitetes Wasser. Ah, genau, Wasser musste man auch irgendwie aufbereiten. Also Stück für Stück kann ich mich wieder daran erinnern, wie das war, das Spiel. Zack. Schön. Patronen, Haarklammern und ein Kleid. Naja, gut. Eine Zigarre für zwischendurch. Gut. Das war dieses. Was haben wir hier noch? Schraubenzieher. Nischt, nischt. Oh, was haben wir hier? Oh ne, das ist nur... Nur so. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Ein Kickball? Nö. Ich sage mal, nö. Gut. Dann sind wir ja auch gleich. Da ist die Brücke, wo wir dann lang müssen. Also bisher, außer dieses eine Buch, hält sich das, was wir finden, bisher sehr, sehr, sehr in Grenzen. Oh, da haben wir noch eine Waffe. Das gefällt uns auf jeden Fall besser. Nischt. Oh, was haben wir denn hier? Eine provisorische Bombe. Feder und Kupfer, okay. Oha. Wie war denn das? Wähle Maus 1 ein mögliches Passwort. Ist dein gewähltes Passwort nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben sowohl Position als Buchstabe selbst auf dem Bildschirm angezeigt. Ich weiß nur noch, dass man irgendwie hier... Genau. Man musste irgendwie diese... Diese Klammern hier finden. Und dann werden die Falscheinträge sozusagen gelöscht. Und dann kommt man irgendwie zum Ziel dann. Wo sind denn hier noch Klammern? Klammern, da sind noch Klammern. Die Klammern sind nicht eindeutig. Da ist noch eine Klammer. Hm, hier ist noch eine. So. Oh, da sind aber noch genügend Worte mit drin. Eieieiei. Hier ist noch eins. Zack. Hm.
Ne, mehr gibt's wirklich nicht. Bedeutet, wir müssen uns jetzt irgendwie hier... Treffer 1. Also entweder ist ein S, ein O, ein R oder ein T in dem Wort drin. Das heißt, dieses fällt raus. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Da ist das S drinne. Das könnte es sein. Hm. Also ein R ist es nicht. Also. Dann ist es flat. Okay. Unser Dörfchen. Ja gut. Concord, da sollen wir gleich hin. Er ist ein Arschloch. Na gut, das sind alles nur anscheinend die Leute. Sonstiges. Unterwäschemodel, bla bla. Hm. Irgendwie nichts Spannendes. Nö, das sind einfach nur irgendwelche Informationen, mit denen wir nichts anfangen können. So, hier haben wir aber noch einen Safe. Den machen wir noch mit auf. Abgebrochen. Ah. Na, noch ein Mü. Jawohl. Cool. Cool. Und noch eine Knarre. Ja. Ich würde sagen, Richtung Concord laufen wir in der nächsten Folge. Bedanke mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.